Berlin. 2 Tage. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein Thema. Auf der 3. Berliner Pflegekonferenz diskutierten Pflegefachkräfte, Arbeitgeber und Politiker die Herausforderungen des demografischen Wandels. Diesen Menschen, die jeden Tag mit alten Menschen zu tun haben, dass wir diesen Menschen Raum geben, eine Stimme geben und dass diese innovativen Projekte den Weg nach Berlin finden und damit in das Gehör der Politik, der großen Politik. Wichtig ist, was überhaupt stört, damit wir aus ganz normalen, eingeschliffenen Abläufen herauskommen und überhaupt dadurch neue Ideen entwickeln. Die Pflegekonferenz ist die Plattform der Branche. Erfahrungen und Ideen werden ausgetauscht, wie die vom Partnerland Japan. Es ist ein guter Ansatz, auch dieser Tagung den internationalen Blick einzunehmen. Man merkt, in Japan ist man sehr ideen- und einfallsreich, wo man sagt, man will eine Art inklusive Gesellschaft schaffen. Also Ansätze, die sich mit Mehrgenerationenvereinbarkeit beschäftigen. 10 Workshops bearbeiteten auch sensible Themen wie Gewalt in der Pflege oder Sucht im Alter. Wir müssen vor allem raus aus dem Tabu. So eine Pflegesituation, die dauert nicht nur ein halbes Jahr, sondern die dauert im Durchschnitt in Deutschland 10 Jahre. Pflege hat nicht zwangsläufig etwas mit Alter zu tun. Deswegen haben wir alle oder sollten wir alle ein Interesse an guter, an bezahlbarer und vor allem an menschenwürdiger Pflege haben. In Vorträgen, Diskussionen und Politiksimulationen wurden die Herausforderungen der Pflegepraxis thematisiert und Lösungsansätze präsentiert. Ein Höhepunkt der Pflegekonferenz waren die Preisverleihungen am Abend. Vorbildliche Unternehmen erhielten den Otto-Heinemann-Preis für ihr Engagement im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Innovative Projekte für Pflegebedürftige und deren Angehörige wurden mit dem Marie-Simon-Pflegepreis ausgezeichnet. Ich hätte es Ihnen allen gegönnt, aber wie bei Olympia, einer muss gewinnen. Es ist ganz wichtig, durch solche Veranstaltungen die Akzeptanz in der Gesellschaft zu fördern, dass dieses Thema mindestens genauso wichtig ist wie Kinderbetreuung, wie Wirtschaftswachstum und wie Arbeitszeitmodelle. Und das gehört oben auf die politische Agenda und nicht ganz unten. Ich hoffe, dass diese Botschaften sich ins Land verbreiten und ein Anreiz für alle sind, es nachzumachen, vielleicht neue Ideen zu entwickeln. Ich bedanke mich, freue mich aufs Wiedersehen im nächsten Jahr. Herzlichen Dank und tolle Einladung. Gemeinsam die Zukunft gestalten, Kontakte pflegen. Wir sehen Sie auf der 4. Berliner Pflegekonferenz am 9. und 10. November 2017.